Schrauben und Muttern gibt es in vielen verschiedenen Größen und Formen. Um sie zu lösen oder festzuziehen, braucht man mitunter sehr viel Werkzeug. Zum Beispiel einen normalen Schraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Maulschlüssel oder Steckschlüssel. Tja, ist eine ganze Menge Werkzeug, aber es geht auch einfacher, dachten sich drei Azubis aus Rheinland-Pfalz. Ricardo Bremer. Stefan Heinrich. Kian Bode. Was habt ihr euch einfallen lassen? Wir haben einen Kombischraubendreher entwickelt, der zwei Stecksysteme kombiniert. Einerseits für Stecknisse, andererseits die Schraubendreheraufsätze, die sogenannten Bits. Der Griff ist von einer handelsüblichen Feile und diese Gabel und den Adapter, auf dem man die Stecknisse und die Bits aufsetzt, haben wir selbst gefräst. Hier kann man ganz einfach die Stecknuss aufstecken. Ich kann jetzt hier in dieser geraden Stellung mit den Stecknüssen arbeiten und abwinkeln und einen Kraftanzug machen oder ohne diese Stecknuss hier diesen Schlitzbit aufstecken und hier in dieser geraden Stellung Schnellanzug machen oder ich kann abwinkeln und mit Kraft anziehen. Toll, und dafür habt ihr auch einen Preis bekommen. Welchen? Ja, wir haben bei Jugend forscht im Landeswettbewerb den zweiten Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.